Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Kollege Schreiber hat darauf hingewiesen, und er hat es auch in der Debatte am 11. Juni schon gesagt, ja, Berlin hat mit der Initiative Sexuelle Vielfalt von 2009 Impulse gesetzt und Nachahmer gefunden, weit über Berlin hinaus. Baden-Württemberg, Niedersachsen und selbst das schwarz-grün regierte Hessen kopieren und weiterentwickeln diese Initiative. Nur Berlin tut es nicht. Frau Kufbinger hat darauf hingewiesen, 2012 kam die Expertise des Ethikrates und ich habe eine Erklärung der Staatssekretärin Roth auf diese Stellungnahme des Ethikrates gefunden. Und die sagt, ich zitiere, die Senatsverwaltung begrüßt die Stellungnahme des Ethikrates ausdrücklich, unterstützt insbesondere die Forderung danach, geschlechtszuweisende medizinische Maßnahmen wie Operationen und Hormonbehandlungen in Säuglings- und Kleinkindalter zu verhindern, sowie das Personenstandswesen zu erweitern und eine Geschlechtskategorie anderes aufzunehmen. Zitat Ende. Das ist nichts anderes, als die Grünen hier in ihrem Antrag beantragt haben, etwas umzusetzen, was sie sich eigentlich vorgenommen haben. Nun fragt man sich, was ist da eigentlich passiert? Nun haben die Grünen ihnen eine Vorlage geliefert, im März 2014 einen Antrag eingereicht. Und seitdem warten wir und warten wir und warten wir. Und es kommt eine Ankündigung nach der nächsten Ankündigung und noch einige Ankündigung. Herr Schreiber, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, die dritte Ankündigung, dass wir im Laufe dieser Legislaturperiode noch irgendwelche Anträge zu erwarten haben. Am 11. Juni waren es noch 2+4. Und ich habe hier mal das Protokoll. Damals sagten Sie, und mir wurde auch, Zitat, und mir wurde auch von Seiten der CDU-Fraktion gerade zum Thema Trans- und Intersexualität, Kollege Melzer hat sich dessen sehr angenommen, signalisiert, dass wir eine Lösung finden. Also offensichtlich der Kollege Melzer, vielleicht kann ja dann noch eine Aufklärung erfolgen, weil so billig, Kollege Schreiber, so nach dem Motto, wir sind ja hier die Guten, die CDU sind die Schlimmen, so kommt man, wenn man in einer Koalition ist, meistens nicht raus. Also das ist auch leider Ihr Problem. Und im Ergebnis muss man sagen, sozusagen ist das Ergebnis der Politik ist keine Meinung, keine Idee, keine Strategie. Weil die Strategie kann ja letztlich nicht sein, wir geben Geld an die Träger und ja, seit 2010 wird Trick gefördert durch das Land. Also wir geben Geld und dann schneiden wir mal, und ich sage jetzt mal, noch nicht mal selbst gebackene Kuchen an. Das ist keine Strategie, um sexuelle Vielfalt in der Stadt weiter durchzusetzen. Sondern wir brauchen Ziele, die wir hier gemeinsam miteinander verabreden. Wir brauchen klare Maßnahmen und wir brauchen gemeinsam definierte Umsetzungsschritte. Und zwar nicht nur hier im Parlament, sondern auch mit den Communities draußen in der Stadt. Davon hört man leider von Ihnen nichts. Insofern stimmt das Motto des diesjährigen CSD. Danke für nix. Vielen Dank.